Ja, grüß euch, liebe Funkerkameraden, liebe CB-Freunde hier direkt aus der Griesbacher Steige. Es ist heute Mittag recht schwierig, ein guter QDH zu bekommen mit Blick auf das Nebelmeer über die Schwarzwaldhäler. Ich habe jetzt hier so eine kleine Lücke erwischt am Parkstreife. Heute am Volkstrauertag bin ich unterwegs mit der neu montierten Solar-Kraftanlage hier auf dem Lessie-Funkwagen. Ein 120 Watt Panel, und es speist jetzt hier permanent die Funkerbatterie. Wenn der Funkwagen die KF-Stationsgarage verlassen hat, HI, ne? Und dann zeige ich euch mal ein bisschen was von der Technik, und dann bis später. Ein kleiner Blick hier über das Nebelmeer, hier im Nordschwarzwald von der Griesbacher Steige aus. Wie gesagt, oben die QDHs, die Parkplätze, alles voll mit Touris, Luftschnauber, Wanderer. Die genießen natürlich das schöne Wetter. Es ist recht warm hier oben über der Nebelgrenze. Ja, und außer Sonnenenergie liefert uns die Sonne auch wieder DX, DX, DX. Die Amis wieder hier auf 6 AM sehr fleißig am Breaken. Hier ist jetzt das Panel mal, so gut man sieht, es ist fest montiert. Und die Racer 90 ist hier QAV. Ja, die Novembersonne hier oben ist ganz schön kräftig, die heizt hier ein. Und das Panel hier, das saugt hier die Sonnenstrahle auf, HI, und bringt hier Power auf die Funkerbatterie. Ja, unser Schwarzwald hat schon was zu bieten, ne? Wenn man das sieht hier. Unten in Obenau ist recht grau und kalt, und selbst da unten unterm Nebel, das Tageslicht brachte 0,4 Ampere Ladestrom vorhin im Hof, und da war ich ganz überrascht. Und jetzt schauen wir mal, was an Ladestrom hier mit der schrägen Novembersonne hier ins Panel kommt. Da bin ich mal ganz gespannt. DX, DX, ohne Sonne geht nix. Hi. Ja, da kann man nur sagen, danke, liebe Sonne. DX am laufenden Band hier. Und dann hier die Funkerbatterie wird geladen. Jetzt kommt hier Saft auf die Funkerbatterie, und das ist natürlich hervorragend. Da bin ich mal gespannt, ob ich da die Batterie überhaupt nur mal rausnehmen muss ans Ladegerät, oder ob das Panel hier mir die Batterie immer mit voller Energie versorgt. Das wäre natürlich super. Und vorne geht's weiter munter mit dem USA-DX, also da ist für Unterhaltung gesorgt an alle Fronten, ne?
Vom Nebelmeer hier in den Schwarzwaldtälern schwenken wir direkt rüber zum Laderegler. Und der macht jetzt hier 0,6 Ampere Ladestrom im Moment. Vorhin waren wir sogar bei 1,0, aber die Sonne steht jetzt hier um 15.30 Uhr schon ziemlich tief zum Solarpanel oben auf dem Funkwagen. Aber die Batterie ist voll, da sind jetzt zwei Balken dazugekommen seit meiner Sonne-Expedition heute, HI. Ne? Hier oben ist auch voll, also Energie satt. So muss das sein, prima. Ja, da ist Bewegung drin. Der Nebel will sich jetzt hier auch wieder in den Höhenlagen breit machen. Da genießen wir hier die letzte Sonnenstrahle von der Griesbacher Steige in Höhe Dolleberg. Eine tolle Kulisse hier an der Griesbacher Steige da bei der Abfahrt zum Sternehotel Dolleberg. Und dann hier mal die Doppel 573 von der Lessie Station. Cheerio, bye bye. Sign me up and tell me about